Hallo zum neuen Quickie, heute zum Thema Aktionismus. Ich bin immer noch der Sepp, dein Wunschgewicht-Coach, und mit mir erreichst und hältst du dein Wunschgewicht. Was hat jetzt Aktionismus mit Wunschgewicht, mit Übergewicht, mit Abnehmen oder sowas zu tun? Oftmals relativ viel, überraschend viel, das ist einem bloß oft nicht so ganz bewusst. Vielleicht kennst du auch Menschen, die so hyperaktiv in einem blinden Aktionismus ständig irgendwie unterwegs sind. Oft irgendwie so das alleinerziehende Elternteil, meistens Frauen, die Kinder haben und irgendwie ständig beschäftigt sind, die den Flohmarkt im Kindergarten organisieren, die das Kind in den Kindergarten fahren oder in die Schule und wieder abholen, das Kind zum Geigenunterricht, zum Klavierunterricht, zum Sportunterricht fahren und wieder abholen und so weiter. Überhaupt gar keine Zeit haben, wenn du mal sagst, gehen wir mal auf einen Kaffee miteinander oder so, dann kriegst du einen Termin in 3 Monaten oder so, weil die einfach total beschäftigt sind. Dieser Aktionismus dient relativ oft leider dazu, dass man sich praktisch selber nicht mehr fühlt, weil man sich einfach nicht bewusst werden will, weil man sich davon ablenken will, dass es einem vielleicht gar nicht so gut geht, wie man es gerne hätte, dass es einem geht, dass man eigentlich im Kern nicht besonders glücklich ist in seinem Leben. Und das will, das darf man nicht wahrhaben, man muss ja gute Mutter sein oder was auch immer. Und deswegen verfällt man in einen Aktionismus, um sich abzulenken. Wenn du selber zu der Gruppe dazugehörst, dann versuch die mal runter zum Bremsen, versuch die mal hinzusetzen auf deine Couch oder wohin auch immer. Versuch mal ein bisschen zu meditieren und denk mal drüber nach, ob das ein Thema bei dir sein könnte. Wenn du Hilfe dazu brauchst, hier unten ist meine Webseite verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir vielleicht noch ein Like da, wäre sehr nett. Ansonsten, ich bin immer nur der Sepp, dein Wunschgewicht-Coach, und bei mir hältst du nicht nur dein Wunschgewicht, sondern du nimmst es auch ab. So ein Quatsch. Mit mir erreichst du dein Wunschgewicht und hältst es auch dauerhaft. Das ist mein Spruch. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.